Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Heute die zweite Folge. Schauen wir mal, was heute so passiert. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir in der letzten Folge ein dringendes Müllproblem, das wir erstmal beseitigen müssen. Wo bin ich hier? Bin ich so? Jetzt kann es losgehen. Dann machen wir auch erstmal kurz auf Pause. Genau, das Müllproblemchen, das müssen wir erstmal lösen. 48.000 haben wir noch, das heißt, wir haben jetzt die Wahl zwischen einem, ja, zwischen einer traditionellen Müllkippe und einem Recycling Center, das teurer ist, das aber auch weniger Müll pro Woche. Warum sollte ich das bauen? Citizens. Ach so, okay, also wenn ich das baue, produzieren meine Bürger weniger Müll. Insgesamt wird aber weniger Müll auch verarbeitet. Das ist natürlich jetzt. Ich baue das einfach mal. Ich probiere das einfach mal aus. Ich probiere das einfach mal aus. Ja, das hat natürlich einen relativ großen Schmutz- und Lärmumkreis. Da müssen wir mal gucken, wo wir das hinbauen. Das Industriegebiet ist natürlich immer prädestiniert für solche Bauten. Man könnte es aber auch hier an diese Straße bauen, die später die große Straße wird. Das wäre so ein typisches Gebäude, was man da hinbauen könnte. Wobei, wenn ich es hier hinbaue, dann geht der Kreis in das Gebiet rein, was ich eigentlich als Wohngebiet haben möchte. Deswegen mache ich das nicht und mache es doch hier hin. Müll läuft. Und schon können wir weitermachen. Ich könnte natürlich auch einfach beides bauen. Ich meine, ich hab's ja, ne? Ich hab's ja. Ich könnte ja jetzt noch für 8000. Könnte ich mir hier noch das schöne Recycling Center. Moment, ist das jetzt ein Recycling Center gewesen? Ja, es war ein Recycling Center. Ach, ich bin so doof. Genau. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt läuft. Also, ich muss mal kurz hier in die Statistik schauen. Müll. Ist auf jeden Fall im grünen Bereich. Ist im grünen Bereich. Natürlich schmeckern die jetzt hier noch so ein bisschen, dauert ein bisschen, bis das alles abgeholt wird. Und so weiter und so fort. Und ich hab mir die Aufnahme nochmal kurz. Au, Strom, schon wieder Strom. Schon wieder kein Strom mehr. Ah, das ist echt ein bisschen nervig. Na gut, bauen wir nochmal ein Windkräftchen. Windrädchen. Und wo bauen wir das denn hier hin? Hier produziert es 8 Megawatt. Möglichst gut den Platz ausnutzen. So, zack. Genau, und ich habe mir eigentlich gedacht, so in der letzten Folge, wie gesagt, ich habe mir noch mal kurz reingeschaut, die Aufnahme, dass ich gar nichts ja, zu City Skylines an sich sage. Aber ich frage mich, wer kennt es nicht? Wem muss man das noch erklären? Ich meine, es ist selbst wenn man es nicht kennt, es ist ein Stadtbausimulator, jeder kennt SimCity, baust halt deine Stadt. Spielziel ist natürlich nicht pleite werden, möglichst gesunde, zufriedene Bürger haben. Und ja, wachsen, wachsen, wachsen. Und genau, das ist so das Spielprinzip vom freien Spiel. Es gibt natürlich auch Szenarien, das habe ich jetzt absichtlich nicht gewählt, weil ich mal so auf der grünen Wiese anfangen wollte, so ein bisschen die eigenen Pläne verwirklichen wollte. Und die Szenarien geht es dann irgendwie darum, keine Ahnung, Stadt hat ein Müllproblem, massives, und man muss dann innerhalb von einer gewissen Zeit eben dafür sorgen, dass der Müll abtransportiert wird und alle Bürger wieder glücklich sind. Aber wie gesagt, das finde ich ein bisschen blöd für den Anfang so einer eigenen Stadt. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Mal schauen. Okay. Wir brauchen mehr Gewerbe. Ich guck mal, ich hatte mir überlegt, man kann hier eigentlich noch ein bisschen in die Richtung hier expandieren. Das ist noch nicht so groß. Da kann man noch ein bisschen was bauen. Da würde sich natürlich anbieten, wenn wir hier, jetzt wollen sie, kam schon der erste Tweet von wegen, ich brauche einen Arzt und so. Na gut, genau. Diese Kreuzung nutzen, die sowieso schon da ist. Ups. Ups, 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 das wollte ich nicht. Vielleicht, ne, nicht ganz so nah an die Autobahn da hinten dran bauen. Vielleicht wirklich eine scharfe Kurve machen.
Vielleicht kann man so von hier aus dann noch mal in die Richtung bauen. So sieht das doch ganz gut aus, genau. Und was ich denke, was ich auch brauche, ist noch die ein oder andere Querstraße hier. Das ist mir, glaube ich, doch ein bisschen zu. Ja, die Wege sind zu weit. Wenn du von hier kommst, willst du hier rein, muss entweder hier ganz rum oder hier ganz rum. Das ist nicht gut. Deswegen vielleicht machen wir hier nochmal eine Querstraße. Hier reiße ich auch nichts ab. Zumindest auf der Seite nicht. Da drüben. Warte mal, man kann irgendwie die Raster ausschalten. Ne? All. Und dann geht das besser. Und das gleiche machen wir hier jetzt auch. Hier durch dieses Grundstück durch. Zack. Genau. Und jetzt machen wir das Raster wieder an, sonst vergesse ich das und wundere mich nachher, warum ich kein Raster habe. So, genau, wie gesagt, Gewerbegebiete wollen wir bauen. Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch direkt hier und hier. Und ein paar Wohngebiete können wir auch noch gebrauchen. Die machen wir wieder an den Rand. Vielleicht machen wir die gerade hier gegenüberliegend. Aber ich lasse mir die Straße frei, wer weiß, was da noch kommt. Solange wir noch nicht alles ausgefüllt haben, ist das ja in Ordnung. Können wir hier vielleicht noch so ein bisschen. Ja, ich weiß, ich könnte diesen Pinsel benutzen, aber ich will es nicht. Ich will ja so ein bisschen klein anfangen und sehr kontrolliert bauen. Sonst hat man nämlich ruckzuck wieder so das Gefühl, dann ist man nämlich doch wieder bei diesem Raster, was man hat, und recht eng, rechtwinklige Straßenzüge und zack, zack, zack. Das will ich eben nicht. Das will ich eben nicht. So, es ziehen im Moment ein paar Leute aus. Warum ziehen im Moment ein paar Leute aus? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich hier gerade die Straßen gebaut habe, die erstmal aus ihren Grundstücken raus mussten. Möglicherweise ist das der Grund. Prösterchen. Ich trinke übrigens ein sehr erfrischendes Radler. Es ist heute sehr warm. Es ist zwar noch April, aber es ist unglaublich warm für April diesen Sommer. Frühling, ja, also ihr wisst, was ich meine. So. Und was man jetzt noch machen könnte, ist, man könnte mal schauen. Also ich hatte mir überlegt, dass ich die Autobahn. Achtung, jetzt kommt wieder die Sache mit dem Feldweg. Dass ich die. Oh, kein Wasser mehr. Was ist hier los? Ach, die haben noch keins. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann bauen wir doch einfach mal von. Ja, guck mal, hier ist das Raster wieder. Von hier nach da. Und von da nach da. Und schon haben alle, fast alle. Wasser. So, noch hier rüber. Zack. So, jetzt wollen die Leute eine Klinik, also eine Arztpraxis haben. Die kostet aber 10.000. Ich will gerade mal ein bisschen sparen. Ich lasse, glaube ich, auch mal hier ein bisschen schneller laufen und solange jetzt nicht irgendwelche Katastrophen passieren. Apropos Katastrophen, habe ich die eigentlich an? Hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon geguckt. Ja, hatte ich an. Okay, genau. Bin immer noch gespannt, was da passiert. Wie gesagt, früher bei SimCity ist dann Godzilla durch die Landschaft gelatscht. Ob das hier auch so passiert? Es wäre schön, ich glaube es nicht. So, genau. Ich wollte das dann nämlich wieder so machen, dass das wieder ein bisschen zurück. Oder wollte ich das so machen? Ich glaube, ich wollte das so machen, ja. Dass das wieder ein bisschen zurückkommt. Dass die dann hier so da hinten auf dieser Halbinsel für die Autobahn. Genau. Warum mache ich das jetzt? Weil ich dann nämlich schon mal hier die nächste Abfahrt planen kann. Cool wäre natürlich, wenn die irgendwann hier drüber führt. Vielleicht kriegen wir das hin. Oh, ich bin eine Worthy Village. Schön. Was kann ich bauen? Was kann ich bauen? Feuer, okay. Feuer und Polizei. Schön. Okay, dann machen wir erstmal genau, machen wir wieder. Mach mal wieder auf einfache Geschwindigkeit. Ich baue es trotzdem erstmal hier fertig. Also ich würde gerne das hier auch nochmal an die große Straße anschließen. Das heißt, wenn ich hier irgendwie runterkommen will irgendwann mal, müssen wir vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen eine kleine Kurve nochmal machen. Und dann so hier rüber. Wie gesagt, das wird ja eh alles nochmal anders. Genau. Und dann könnte man hier nämlich auch schon, das mache ich jetzt nicht mit dem Feldweg, weil es nämlich eine Straße ist, die benutzt wird.
Ja, vielleicht von hier, da ist eh noch nichts dran. Obwohl, das ist auch ein bisschen blöd, ne? Da ist da noch eine neue Kreuzung. Besser wäre eigentlich, pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir reißen jetzt das und das ab. Und wir machen mal ganz kurz hier die Gebiete auch weg. Machen wir gleich wieder hin, keine Angst. Und wir machen jetzt hier von da nach da und von da nach da. Und von da aus können wir dann hier runter auf die Straße. Genau, vielleicht nicht ganz so weit, vielleicht so. Alles so schön. Das ist ein schöner Winkel. So. Dann packen wir die Wohngebiete wieder hier hin. Da und 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 da. Und Gewerbe. Sie wollen immer noch Gewerbe. Hä? Gut, dann kriegen wir halt Gewerbe. Machen wir noch ein paar Gewerbegebiete. Ist doch kein Ding. Hört doch auf zu heulen. So, das sieht das Ganze schon mal ein bisschen schöner aus, ne? Vielleicht kann man hier noch ein bisschen machen, aber so viel würde ich jetzt gar nicht mehr bauen. So viel würde ich jetzt gar nicht mehr bauen in der Stadt, genau. Eine Sache wollte ich noch gucken. Wir können uns ein neues Gebiet kaufen und das tun wir natürlich auch sofort. Und da würde sich anbieten. Was würde sich denn da anbieten? Also das wird noch. Ah, guck mal, das wird wahrscheinlich dann auch noch eins sein. Und das auch. Also, ich glaube, ich würde erstmal hier auf dem. Also ich würde auf jeden Fall auf der Seite hier von diesem Fluss bleiben. Von dieser Bucht. Und das. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich glaube, ich nehme das hier. Kostet 2500, wird gekauft. So, was haben wir denn? Wir haben ein Plus an Geld und wir haben ein Plus an Bürgern. Das heißt, wir können uns jetzt tatsächlich so ein bisschen mal um die Probleme kümmern, die wir jetzt haben. Ich habe ja noch längst nicht alles gebaut, was ich bauen könnte. Ich würde jetzt erstmal gucken, wie es mit Strom aussieht. Das sieht nämlich schon wieder knapp aus. Und bevor ich jetzt wieder baue und baue und baue und die haben keinen Strom und beschweren sich, würde ich lieber dem Ganzen zuvorkommen und nochmal eins bauen. Dann weiß ich nämlich auch genau, wie viel Kohle ich noch habe zum Ausgeben. Ich muss jetzt nur langsam aufpassen, aber ich möchte jetzt nicht so wieder so einen riesen Windpark entstehen lassen. Drei Windkrafträder sind gerade noch in Ordnung, finde ich. Den Rest, vielleicht baue ich mal hier drüben eins hin, dann muss ich mal vielleicht hier nochmal drei, dann muss ich halt den Strom darüber führen, aber das macht ja nichts. Hier macht es 8. Zack. Braucht es auch Wasser? Braucht es auch Wasser? Das ist eine gute Frage. So. Es braucht scheinbar kein Wasser. Das ist doch gut. Wir müssen auch mal nachher schauen, wie es ist. Es gibt ja mit der Snowfall. Erweiterung sind ja diese Heizungsdinger dazugekommen. Also Heizungsrohre und Heizwerke, Boiler Station, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Allerdings sind es jetzt 28,7 Grad und es ist November. Ich vermute, wir brauchen hier uns um die Heiztechniken gar nicht zu kümmern, weil das lohnt sich natürlich nur, wenn die Leute auch heizen, weil wenn sie keine solchen Techniken haben. Dann heizen sie halt mit Strom. Das heißt, der Stromverbrauch geht noch mehr in die Höhe und es kostet auch mehr Geld. So, aber jetzt gucken wir mal, was die Leute hier haben. Also da schreit einer nach Polizei. Da schreit einer nach Polizei. Dann gucken wir doch mal nach der Polizei. Feuerwehr, das ist die Polizei. Kostet 12.000. Ich habe 47.000. 40.000, genau. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, das wird später die große Straße. Wobei, ich würde jetzt fast schon. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich würde dazu tendieren, das schon mal auszubauen. Weil da muss ich nämlich später die Feuerwehr nicht mehr umbewegen, weil wenn ich die Straße später. Entschuldigung, Polizei nicht mehr umbewegen, weil ich die Straße später erweitern würde, würde die Feuerwehr nicht mehr dahin passen. Also dann würde das Gebäude gelöscht werden, wenn ich die Straße erweitere. Deswegen machen wir das jetzt schon. Und machen wir direkt hier an die Dings, genau.
Genau, ist doch gut, jetzt müsste der hier eigentlich auch bald aufhören zu plärren und hier hinten brennt's, dann machen wir natürlich gleich mal das Pendant, die Feuerwache. Ja, warum nicht? Ist das so ein bisschen versetzt? Sieht auch ganz nett aus. Geht auch gleich los, da kommt schon der Feuerwehrauto. Wow, sind die schnell. Genau. Jetzt haben wir hier natürlich eine Ampel, das ist ein bisschen Quatsch. Jetzt gucke ich mal, das ist übrigens ein Tool von der Mars Transit. DLC, hier ist eine Ampel. Die mache ich weg und ich mache... Eigentlich brauche ich hier kein Stoppschild, von da kommt keiner, das heißt... Da fährt auch keiner hin, also kommen sie sich eigentlich nicht in die Quere. Ne? Genau, die dürfen sich eigentlich nicht in die Quere kommen. Hier wiederum mache ich auch die Ampel weg und sage denen, die haben Stopp. Dann haben die große Straße nämlich hier Vorfahrt. Und schon ist das Ganze ein bisschen... Moment, was ist das? Ist das ein Krankenwagen? Das ist ein Krankenwagen. Ich habe eine Medical Klinik hingebaut. Ich wollte doch eine Feuerwehr bauen. Naja, dann baue ich halt auch noch eine Feuerwehr. Das ist natürlich jetzt nicht mehr symmetrisch. Das ist doof. Das ist natürlich doof. Feuerwehr. Okay, jetzt hat das hier hinten gebrannt und ich baue eine Arztpraxis hin. Das ist so ein bisschen wie aufgeben. Dann baue ich die direkt nebeneinander. Dann baue ich die direkt nebeneinander. Oh nein, was mache ich denn? Doof, ne? So, jetzt gucke ich mal ganz genau. Also, ich habe Healthcare. Ich habe eine Feuerwehr. Ich habe keine Polizei. Alles klar. Oh Gott, ey. Epic Fail. So, jetzt aber. Das freuen sich auch alle. So, jetzt gucken wir nochmal das Ganze. Ja, schön. Passt auch irgendwie gut nebeneinander. Hier ist ganz schön abschüssig. Obwohl, naja, es geht. Es geht. Und sie dürften eigentlich überall gut hinkommen. Also ich meine, die fahren natürlich hier raus, aber die können ja hier drehen, denke ich mal. Und die, die hier rauskommen, können hier drin, denke ich mal. Also müssen die eigentlich überall relativ schnell hinkommen. Okay, hier war ich jetzt zu spät natürlich. Das Gebäude ist abgebrannt. Oh, was war das? Okay, das war einfach nur ein normales Gebäude. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Spezielles. Was uns jetzt fehlt, aber nein, es ist nur ein Ding. Okay, alles klar. Die Leute wollen immer noch mehr Gewerbegebiete. Haben die nicht genug? Hier gibt's doch. Guck doch mal. Okay, also. Ganz kurz mal durchgelesen, was ich hier eigentlich sehe, aber eigentlich erklärt sich das von selber. Ne? Hier sind so. Die, ja, der Weg zum Upgrade, also je höher die Stufe ist, desto mehr Steuern werden hier gezahlt. Ich glaube, es ist größer, das Gebäude wird auch größer und hier sieht man halt, was ja an Beschäftigten hier gebraucht wird. Also es werden 3 ungebildete Arbeiter gebraucht und die hat es auch, das heißt 0 Jobs sind available. Genau, und ich kann es auch renamen, also ich kann hier alles umbenennen in Cities Skylines, alles. Ich kann sogar die Autos umbenennen. Ich kann die Straßen umbenennen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Wie gesagt, ich kann die Häuser umbenennen, ich kann alles umbenennen. Aber das mache ich nicht. Ich lasse es jetzt mal so. Ich habe noch nicht mal meine Stadt benannt. Das muss ich natürlich irgendwann noch tun. Denke ich. Vielleicht auch nicht. Genau. Okay, also die wollen immer noch. Okay, die wollen noch mehr Wohngebiete und die wollen noch mehr Gewerbegebiete. Ich bin jetzt fast versucht zu sagen, dass ich ein neues Gebiet baue. Genug Platz habe ich ja eigentlich jetzt. Was ich gerade noch mal schauen möchte, bevor ich das tue, ob ich inzwischen gucken kann, was es hier für kann ich, was es hier für Natural Resources gibt, also für ja verschiedene Vorkommen von Öl, von was haben wir, Ore, also Erze. Genau, Fertile Land ist also, da kann ich Farmen bauen, da kann ich später Landwirtschaft machen. Und es ist gar nicht so viel hier, sehe ich gerade. Da hinten relativ viel, ne, obwohl auch nicht so richtig. Also am ehesten noch hier. Oder hier. Da ist viel. Aber da komme ich nicht so schnell hin. Okay, Forest ist klar. Da brauche ich einfach nur Bäume für. Wobei, ich glaube, die Forstwirtschaft, die braucht eigentlich nichts, weil die pflanzt ja auch wieder neue Bäume an. Also das ist ja ein, ja,
ein nicht versiegender Rohstoff sozusagen. Deswegen ist das nicht so wichtig, wo man das hin tut. Bei Erzen, bei Öl ist es natürlich so, dass irgendwann ist das weg. Und bei der Landwirtschaft ist es eben so, dass man halt schon den Punkt auswählen muss, dass man das da hinbauen muss, weil es eben sonst kein fruchtbares Land ist. Aber theoretisch sollte das auch nicht erschöpft sein. Also das kann dann für immer bauen. Aber hier die Öl und Erze, das ist natürlich gut zu wissen. Nochmal ganz kurz. Es ist so, dass hier jetzt gar nichts ist. Da ist ein bisschen Öl, das Würfel. Ah ja, okay. Ach, das sieht man auch. Das sieht man tatsächlich auch. Ist ja irre. Das ist ja irre. Okay, dann kann ich mich eigentlich ganz gut hier daran orientieren. Dann würde ich tatsächlich einfach hier weiterbauen. Das heißt, wir machen jetzt ein neues Gebiet, unseren zweiten Stadtteil sozusagen, unser zweites Viertel. Und das baue ich jetzt einfach mal hier hin. Jetzt mache ich das aber so, dass ich nicht direkt an der Kreuzung anschließe. Genau wie ich es hier auch nicht getan habe, weil, naja, so Kreuzung tatsächlich, also im Gegensatz zu diesem Dreierkonstrukt, dass halt einfach mehr Stau entsteht. Weil ich mich jetzt gerade frage, es ist hier noch eine Menge Platz bis zur Autobahn. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich werde das einfach so machen, dass ich hier noch mal ein bisschen weiter baue. Ich werde das noch mal ein bisschen besser ausnutzen, das Land. Vielleicht sogar noch ein bisschen in die Richtung von der großen Straße. Das war hier, oh, das war zu weit. Das war zu weit. So will ich das nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So. Genau, ich baue vielleicht mal den Rahmen sozusagen, die Grenze, bis wohin ich bauen möchte. Und dann kann ich da drinnen einfach alles ausfüllen. So, das ist mir schon fast ein bisschen zu nah. Und wir müssen mal ein bisschen so. Immer schön darauf achten, dass einigermaßen der Platz ausgenutzt wird. Also wenn ich jetzt hier baue, sieht man ja während des Bauens, oberhalb und unterhalb der Straße, wie viel davon ich als Wohngebiete oder eben Gewerbegebiete und so weiter ausweisen kann. Das sind die blauen Bereiche. Wenn ich jetzt halt so baue, dann ist der Platz da einfach verschwendet. Deswegen versuche ich das so ein bisschen. Wie gesagt, nicht 100%. Es soll lieber ein bisschen individuell aussehen. Als dass ich irgendwie so ein Raster, wie gesagt, wenn ich 100% effizient bauen möchte, müsste ich eben so ein Gitternetz bauen. Das will ich nicht mehr. Das ist so langweilig. Wieder so ein bisschen schräg. Das ist jetzt auch nicht so krass individuell. Das kann man alles noch vertreten. Es ist noch im Rahmen. Nein, was mache ich denn? Jetzt habe ich zum zweiten Mal den falschen Knopf gedrückt. Ne? So, und hier bauen wir jetzt mal tatsächlich so ein bisschen. So. So, das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist auch ein sinnvolles Straßennetz. Also was heißt sinnvoll? Realistisch. Ich würde mal sagen, so könnte es in der Realität auch so sein. Da hast du auch nicht jede Pissstraße an der Autobahn angebunden, weißt du? Es ist fast da, jetzt muss ich mal gucken, das ist fast ein bisschen zu nah an der Autobahn dran, ne? Das ist mir fast ein bisschen zu nah an die Autobahn geraten, jetzt hier. Ach, das ist ja das Schöne am Feldweg. Ich weiß jetzt ungefähr, wo die langen. Ich mache das jetzt einfach. Nee, weißt du was, ich weiß, wie ich das mache. Ich mache hier unten dann einfach Gewerbegebiete hin. Die haben es nämlich nicht so, die sind nicht so empfindlich mit Lärm. Genau. Kann man das eigentlich ganz gut dran bauen. Ich würde sagen, das lasse ich hier schon frei. Ich lasse mir hier auch noch mal so ein paar Grundstücke frei für eventuelle. Hier wollte ich eigentlich freilassen, weil ich nicht, ob ich nicht noch eine Straße baue, oder? Ne? Dann mache ich jetzt aber nicht. Aber hier sollte vielleicht noch eine Verbindungsstraße hin. Ja komm, das sieht so aus, als würde das da schreien. Von hier, von da noch mal wieder bauen. Zack. Ja. Dann müssen wir auch nicht zu viele Umwege fahren. Das wollen wir ja auch wiederum nicht. So, hier ist noch ein schönes Gebiet, das wir ausweisen können als Wohngebiet. Und wie gesagt, jetzt muss ich natürlich gucken, wenn ich jetzt hier Gewerbe baue,
Da haben die erstmal keinen Strom. Jo, ihr habt kein Wasser hier. Ich sehe es. Ich sehe es gerade. Das bauen wir hier zu, aber wenn dann jemand einzieht, dann dürften die hier auch Strom haben. Und dann dürfte sich der so schön hier lang verteilen. Da, 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 da. Und da. Jo, was ist mit Wasser? Was ist mit Wasser? So. Ja, ist klar, ne? Ist klar, dass ihr da nichts habt. Logisch. Dann bauen wir das mal so. Und schon dürfte sich das Problem erledigt haben. Lalalala. Genau. Und die Stadt wächst und wächst und wächst. Und Industrie will gar nicht so hierher, ne? Industrie. Ach, die haben auch schon eine Verschmutzung um ein dermaßen üble Verschmutzung gemacht, was ich kann mal ausprobieren könnte. Ich könnte dem Ganzen jetzt hier. Ich könnte das Ganze hier jetzt als. Also das werde ich sowieso machen. Das Ganze schon mal als. Ja, als Gebiet. Wie heißt das? District. Als District. Markieren. Das hat jetzt nicht nur Namen, dem kann ich nämlich auch verschiedene. Zum Beispiel, das ist ja jetzt hauptsächlich Industrie. Da könnte ich jetzt zum Beispiel. Mal gucken, was haben wir hier? Industrial, genau. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist ein Agrar. Da soll nur Agrarindustrie entstehen. Oder ich könnte sagen, da soll nur generische Industrie entstehen, also das, was jetzt im Moment ist. Oder ich könnte sagen, das soll eine Forstwirtschaft sein. Später kann ich sogar noch Ore Industry und Oil Industry machen. Also wenn ich dann hier diese Gebiete, wo Öl drunter ist, erschließe, kann ich da Industrien bauen, kann so ein Gebiet vergeben und kann sagen Öl. Und dann buddeln die danach Öl und kein anderes Gebäude entsteht. Genau, was ich jetzt aber gerade gucken wollte, man kann nämlich auch, also es gibt ja diese Policies, das ist zum einen hier. Das sind die, die für die ganze Stadt gelten. Zum Beispiel, oh, warte, 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 ich sehe gerade was. Strom ist schon wieder. Strom ist schon wieder unten. Wir haben noch 10.000. Jetzt ist es nämlich soweit, jetzt haben wir nur noch 10.000. Jetzt fängt nämlich die Zeit an, wo es echt knapp ist mit dem Geld. Und eigentlich. Ich mach mal schnell, damit ein bisschen mehr Kohle reinkommt. Und eigentlich müssen wir noch Schulen bauen. Eigentlich müssen wir noch. Schulen bauen, mehr können wir gar nicht im Moment. Doch, wir könnten noch hier so. Jawohl! Tiny Town. Jetzt verschlagen sich immer auch die Ereignisse. Genau, was kann man denn Neues bauen? Eine Highschool, verschiedene Parks, verschiedene Freizeiteinrichtungen. Freshwater Outlet. Freshwater Outlet lets you access water in the system. It can be placed on dry land, creating lakes and ponds. Ach was. Das muss ich auch mal ausprobieren. Okay, eine Sporthalle, Turnhalle. Institute of Creative Arts. Nett, nett, wie gesagt, jede Menge Freizeitgedöns. Diese ganzen Kanäle, wo ich noch nicht so genau weiß, was ich damit anfangen soll. Ein Kai ist ganz schön, da kann man so eine Mauer bauen am Strand. Ja, sieht ganz nett aus, teilweise. Teilweise sieht es aber auch besser aus, wenn man es natürlich belässt. Genau, einen Gravelpfad, einen zementierten Pfad, also Fußgängerweg. Und einen Fahrradweg. Das will ich mal ausprobieren demnächst. Weil Fahrräder habe ich noch gar nicht gesehen. Genau, und Unique Buildings, also das sind so, ja, so Sehenswürdigkeiten eben. Die sind dann, ups, die sind dann hier irgendwo versteckt. Da kann man zum Beispiel jetzt hier Statue of Industry bauen. Zählt im Prinzip auch als Freizeitdings. Also wenn ich das jetzt baue. Zieht aber auch Touristen an, soweit ich weiß. Und verursacht Lärm, sehe ich gerade. Das ist natürlich für ein Wohngebiet nicht so toll. Vielleicht gerade wegen der Touristen verursacht das Lärm, während die so ein Park. Ja, eben nicht. Der sorgt dafür, dass der Freizeitwert des Landes hochgeht, ohne Lärm zu verursachen. Ist hier eigentlich was Schönes. So, genau. Ich war hier aber eigentlich bei den Garlic Hills. Nee, ich war eigentlich gerade dabei bei den Policies. Also wie gesagt, ich kann verschiedene Policies, also verschiedene Regeln für meine Stadt
vergeben, zum Beispiel kann ich sagen, Power Usage, Energy Conservation is important and best, bla bla bla. Okay, ich kann also die Strom, den Stromverbrauch meiner Bürger überwachen und dafür sorgen, dass sie nicht zu viel verbrauchen. Kostet aber pro Gebäude 5 Cent und das möchte ich nicht. Ich kann denen sagen, dass ich, ja, dasselbe für den, für den Wasserverbrauch. Okay, ich kann zum Beispiel Smoke Distribution sagen. Also ich kann sagen, makes citizens' lives safer and the fire department's jobs easier by installing smoke detectors in buildings. No more will poor cooking skills lead to house fatalities. Okay, also ich kann quasi eine Regel errichten, dass alle Wohnhäuser mit Rauchmeldern ausgerüstet sein müssen, was die Feuerwahrscheinlichkeit reduziert, beziehungsweise die Arbeit der Feuerwehr auch einfacher macht, weil eben Feuer für erkannt werden. Das kostet aber auch nochmal 5 Cent pro Gebäude. Ich habe jetzt einen Plus von 1800. Ich mache das mal. Gucken wir, wie es sich auswirkt. Also bis jetzt 1700. Also knapp 100, wenn das jetzt richtig ist. Genau, Petburn. Ich kann sagen, dass ich keine Haustiere will. Was nicht geraucht werden soll. Parks and Recreation. Make your parks and passes. Okay, also keine Ahnung, was das genau. Services ist das eigentlich. Services, ist gut laut. Also sind nicht nur Regeln für meine Bürger, sondern ich kann auch sagen, ich lege besonderen Wert auf Parks und ja, Grünflächen. Das Grünflächenamt sozusagen. Ich kann ein Grünflächenamt errichten. Ohne es zu errichten. Also einfach nur die Regel anklicken. Und dann sind meine Parks und Plazas Dollar. School Out, was ist das noch? Citizens would prefer working over education. Ah, okay. Das verursacht also, dass die meine Arbeiter, meine Bürger mehr früher aus der Schule gehen und eher einen, ja, einen Handwerksberuf, sage ich jetzt mal, ergreifen und sich nicht immer weiterbilden. Das kann nützlich sein, weil später, habe ich schon gemerkt, wird es schwierig sein, diese ganzen Stellen noch zu belegen, weil diese ganzen Gebäude, die wollen ja nur uneducated workers. Und irgendwann werden wir aber eine gute Schulbildung haben. Im Moment haben wir noch gar keine. Irgendwann haben wir aber eine gute. Und dann haben wir nur noch gebildete Bürger und die wollen den Job nicht unbedingt nehmen. Die wollen lieber arbeitslos sein zum Beispiel. Tja, so ist das mit den Menschen. Was ist das? Ja, Recycling Center, genau. Wie ist das jetzt mit Müll? Ist das noch ausreichend? Oh, guck mal, ist schon fast voll, ne? Wie ist das mit diesem Gebäude? Ist das wie so ein... Ist das wie so ein... So eine Mülldeponie, dass die irgendwann voll ist? Nee, sieht nicht so aus. Sieht so aus, als würde das pro Woche eine gewisse Anzahl an Mülleinheiten verarbeiten und... Nee, voll werden. Okay. Was ich aber die ganze Zeit machen wollte, hier gibt es auch nochmal Policies. Nein, das ist falsch. Das wollte ich nicht. Policies wollte ich. Kann ich nämlich auch diese ganzen Sachen, kann ich nämlich auch nochmal pro Stadtteil machen. Und hier habe ich gesehen, in einem anderen Let's Play, dass es ein, ich weiß jetzt gar nicht, welches das ist. Es gab irgendeine Policy, die, ja, dafür sorgt, dass in der Industriegebiet nicht mehr so viel Müll produziert wird. Und dass dann dieses Land auch nicht mehr so schäbig aussieht, sondern dass das eben, ja, ein bisschen sauberer bleibt. Aber gut, kann ich noch nicht, oder ich weiß nicht, welches das ist. Ist auch egal, ich mach's jetzt erstmal nicht. Ich würde jetzt als nächstes mal gucken. Also wie gesagt, Müll müsste ich eigentlich nochmal bauen. Komm, baue ich gerade mal hier. Kostet 8000, ich habe 30.000. Ich baue nochmal eine hin und zwar direkt gegenüber. Wobei, nee, mache ich nicht. Weil hier könnte man vielleicht noch ein bisschen Industrie hinbauen. Ich mache mal Folgendes. Vielleicht die Straße so von hier ab nach da runter. Da runter und dann hier schön Kurve und hier wieder.
hier wieder dran. Und hier könnte man noch. Ja, warum nicht? Komm, lass uns das mal. Warum baut er das so? Ich will das nicht. Lass mich das so bauen. Ja, perfekt. Da können wir nämlich noch ein paar Industriegebiete ausweisen. Und jetzt baue ich hier noch ein Recycling-Center hin. Und zwar am liebsten eigentlich an die Hauptstraße. Das geht jetzt aber nicht wegen der Straße da. Dann halt nah an die Hauptstraße dran. Machen wir es doch so. So. Genau. Und ich würde sagen, ein bisschen was geschafft. Die Stadt ist ein bisschen gewachsen. Wir haben, glaube ich, zwei Stufen Aufstieg geschafft in dieser Folge. Bin ich ganz zufrieden mit, deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.